Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute gibt es ein weiteres Mod-Video aus dem Bereich Schöner anziehen in Skyrim. Und zwar geht es hier nicht um diese Nilfgaard-Rüstung, die Irinil im Moment trägt, die ich auch wirklich wunderschön zum Anschauen finde. Aber das war jetzt für ein eigenes Mod-Video doch relativ kurz und belanglos, denn diese ganze Rüstung hier besteht wirklich nur aus einem Teil. Also ihr könnt das nur komplett anziehen, inklusive Kapuze, wo so ein bisschen Irinils Elfenohren durchgucken, was ich persönlich aber eigentlich wieder ganz süß oder ganz sympathisch finde. Auch ein unheimlich schönes Teil, passt sehr gut zum Magier, muss ich sagen, aber ich habe mir für heute nochmal was richtig Böses ausgesucht und da müssen wir allerdings mal zu einer anderen Schmiede gemeinsam reisen. So, dann wollen wir eben hier gucken, dass wir fortschreiten. Irinil ist mit am Start und dann habe ich hier immer noch die ständig saufende Celine Kate, die vermutlich jetzt hier wieder rumtorkeln wird, noch mit der Rüstung, die ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe. Und da sehen wir dann auch schon das Ziel der heutigen Reise, denn wir müssen zur Skyforge rüber und das wollen wir jetzt als erstes mal machen. So, jetzt gibt es einfach immer Waffen und Rüstungen, die könnt ihr an eurer Schmiede zu Hause oder an jeder Schmiede schmieden. Es gibt Waffen und Rüstungen, die lassen sich eben nur finden. Und dann gibt es eben Waffen und Rüstungen, die lassen sich zum Beispiel wie hier an der Skyforge, also an der Himmelschmiede nur schmieden. Das steht immer jeweils in der Videobeschreibung mit dabei. Ups, wieso haben wir denn jetzt drei Weiber dabei? Das wollte ich gar nicht. Das steht eigentlich immer in der Videobeschreibung und da müsst ihr einfach gucken, wie die Descriptions da aussehen, also wo man das Ganze machen kann. Bei der Rüstung, die ich euch heute zeigen werde, geht es einfach darum, dass man die eben nur hier schmieden kann. Und daher sind wir einmal hier rüber gereist. So, mal gucken, wo wir das Ganze hier finden. Ja, wir werden uns dann heute zweierlei Dinge angucken. Einmal eine Rüstung, die wirklich skimpy ist. Und dann noch ein paar Waffen, die sehr schön dazu passen. Das ist jetzt schon so ein bisschen schräge Mod. Das weicht sehr von diesem Nilfgaard-Outfit ab, was Irinil gerade trägt. Aber sei es drum, ich habe gedacht, ich zeige nochmal so ein bisschen die andere Seite. So, und das erste, die erste Rüstung finden wir auf jeden Fall unter Dedra. Hier an der Himmelschmiede. So, mal gucken, das ist auch die Dracul-Armor. Ihr benötigt natürlich auch immer den entsprechenden Schmiede-Perk, wenn ihr das denn schmieden wollt. So, und das ist hier diese Vampir-Ritter-Rüstung. Ja, das ist ziemlich schräg. Und ich habe gedacht, ich hau euch das mal um die Ohren. Mal gucken, was ihr davon so haltet. Auch sehr schräg, diese Schulterpolster, oder? Und ich habe gedacht, wer kann besser Schräges tragen, als wieder nachher die gute Celine, die da hinten am Kloppen ist. So, dann machen wir direkt Folgendes. Wir schmieden uns direkt noch ein paar Waffen und die finden wir unter Ebenerz. So, einmal gucken. Ah, was fehlt uns jetzt hier? Lederstreifen fehlt uns. Und zwar sind das diese Klamotten hier mit den Totenschädeln. Und das ist wirklich auch sehr, sehr imposant. So, jetzt können mich gerne wieder irgendwelche Leute hier verurteilen. Könnt ihr sehen, ich mache das ja für die Mod-Videos, erstelle ich mir dann Lederstreifen. Ja, ich nehme dann keine mit oder suche dann welche oder gehe rüber ans Gerbdingen. Sondern für die Videos ist es wirklich so, dass ich dann eben das Zeugs dementsprechend benötige. Und dass ich mir das dann, wenn ihr, ja, die einen sagen ja, es wäre Cheaten, aber für mich in den Videos ist das ein absolut legitimer Weg, um jetzt hier diese Sachen zu besorgen, die ich brauche, ganz einfach, um das Zeug für euch zu schmieden und für euch zu zeigen. So, und da gibt es jetzt hier unterschiedliche kleine schöne Dinge, alle ordentlich so mit Totenkopf versehen. Und ich mache da einfach mal ein paar von dem Bogen vielleicht nicht. Das große Schwert ist echt riesig, das geht von, vom Kopf bis zum Boden, sage ich jetzt mal. Sword, Warhammer, den können wir alle mal. So, nehmen wir die Dinger mal mit. Und dann können wir mal gucken, ob das oder wie gut das so zusammenpasst. So, Celine, hast du kurz Zeit? Ja, das ist sehr nett. Könntest du dich auch einmal umdrehen? So. Ah, die ist so furchtbar. Die ist so furchtbar mit ihrem ganzen Gezappel und so. Kann man das nicht irgendwo aufstellen oder was? So, jetzt gehen wir immer mal die Klamotten und dann nehmen wir erst nachher die Dinger ab. Sonst steht sie hier mit ihren wackelnden Brüsten auf dem YouTube-Bild. Und ich weiß, dass alles 14-Jährige das dann feiern würden, aber YouTube dann das Video sperrt. Und das wollen wir natürlich auch nicht. So, warum kann ich hier nicht wechseln? Doch, jetzt. So, wollen wir anfangen mit den Schwertern? Das sind hier diese... Wie spricht sich das aus? Dread Knight? Dread Knight?
So, kriegst du hier schon mal ordentlich ein bisschen Zeugs um die Ohren gehauen. Und dann müssen wir hier noch nach dieser Vampirrüstung schauen. Und das passt natürlich hier zu Celine Kate aus Underworld dann wie die Faust aufs Auge. Vielleicht nicht, jetzt nicht gerade die, die ich heute ausgesucht habe, aber sei es drum. Ein bisschen Spaß muss sein, sag ich jetzt mal. So, dann geben wir hier das, 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 das. Zack! So. Let's get going then. Let's get going. So, und jetzt mache ich das folgende bei Celine. Wenn man die abfilmen möchte, dann muss man beim besten Willen das Bild einfrieren. Nämlich, die macht so viel Hampelei, das geht einfach gar nicht, dass man die normal betrachtet. So. So, da können wir wieder sehen, recht extravagante Klamotten mit einer Menge Totenschädel verziert. Und das passt dann wirklich auch nur ansatzweise, wenn ihr Bock drauf habt, dem Ganzen so einen verruchten, weiß ich nicht, Vampir-Look zu verpassen. Ich muss jetzt sagen, die Totenschädel an den Schultern, das ist mir jetzt persönlich echt ein bisschen too much und die werde ich jetzt auch als nächstes entfernen. Aber es ist so ein bisschen so der krasse Unterschied gewesen, habe ich gedacht, zu der Nilfgaard-Rüstung aus Witcher 2, die Irinil im Moment trägt. Ja, also ich muss sagen, das ist ja hier auch so ein bisschen offenherziger. Wären natürlich Irinils Klamotten hier drüben absolut strange und zu sind. Das ist halt so eine Zauberinnen-Ausrüstung. Und ich finde beides toll. Ich muss sagen, das hier passt wesentlich mehr natürlich nach Himmelsrand und zu so einer Zaubergeschichte. Aber ich weiß ganz einfach, dass es extrem viele Leute gibt, die sowas hier gut finden. Und deshalb gibt es das heute auch im Video. So, eben gucken, wenn er sich ein bisschen anders hinstellt. Ups, du kommst zu nah. So, jetzt nochmal gucken. So, hier können wir auch ganz schön, was ich dann auch richtig perfekt dazu fand, war diese Mod mit den Schwertern, denn die sind wirklich brachial gut. Schade, jetzt geht gerade ihre Hand hier durch das Schwert durch. Aber die sind wirklich fantastisch, wenn ihr so ein bisschen aus dem Totenkopfzeug steht. Ich hoffe, man kann das hier im Video einigermaßen erkennen, denn das ist von oben bis unten, sogar die kleinen Schädel haben Zähne und alles mit Verzierungen versehen und so. Das ist also wirklich eine sehr, sehr geile Sache. So, wir nehmen ihr jetzt erstmal diese komischen Schulterpolster wieder weg. Ha, die sieht ja so Porno aus. Das gibt's ja echt gar nicht. So. What do you want me to carry? Warte mal, ich komme ein bisschen näher. Ich nehme dir einmal die Schulterpolster weg, wenn das okay ist. Denn das ist echt, also das ist so ein bisschen too much, oder? Let's get going, man. Let's get going, man. Also so können wir sehen, da sieht das Ganze schon irgendwie eher tragbarer aus, möchte ich jetzt mal sagen, ja. Man kann sehen, es ist eine UMP-Variante, das bedeutet, ihre Brüste werden hier kleiner. Das kollidiert hier so ein ganz klein bisschen mit diesem Tittengewackel, was Celine Kate benutzt, dieses Bouncing Boobs oder wie sie das nennt. Ja, geht aber noch, oder? Hätte schlimmer sein können. Also wenn ihr auf sehr schräge Vampirrüstung steht, dann wäre das vielleicht einen Blick wert. Dreh dich doch nicht so schnell um. Das ist, was ich sage. Die kannst du nicht alleine rumlaufen lassen, ey. Die bewegt sich immer wie besoffen, oder? Ich gehe mal hier auf die Rückseite. Dann können wir vielleicht mal beide Seiten nochmal betrachten. Hat auch ein sehr schönes, zerrissenes Cape. Was auch irgendwie sehr ausgefallen ist, dass das hier unten so abgerissen ist. Und, na, vielleicht lässt sich das ein oder andere halt eben doch für euch verwenden. Und wie gesagt, also mit den Schwertern dabei finde ich das richtig, richtig gut. Aber ich würde mal darauf wetten, dass den meisten meiner Zuschauer eher hier die Klamotten von Irinil gefallen, die mir persönlich auch ganz gut gefallen. Habe ich schon zwei, drei Screenshots mitgemacht. Und das war eigentlich eine super Sache. So, hier sehen wir nochmal eine Nahaufnahme von diesem Dread Knight Schwert und wie gesagt, die Waffen sind allesamt in dieser hohen Detailstufe designt mit diesen ganzen Totenköpfen und so. Es gibt da eben Bogenschwert, ein Zweihänder, eine Axt, eine Streitaxt, ein Kriegshammer, so ein Knüppel gibt's und ja, wie gesagt, sehr schöne Sache. Wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr das eben in der Videobeschreibung. Bisschen einfacher ist hier die Nilfgaardian Mage Armor. Ich finde aber trotzdem, die sieht absolut fantastisch aus. Also gerade auch mit der Kapuze. Stört hier bei meinem Charakter auch nicht sonderlich mit den Haaren. Finde ich eine sehr schöne Optik. Kommt auch so in Kämpfen irgendwie total cool rüber. Also wirkt wirklich, als wenn es aus Skyrim kommen würde. Natürlich ein bisschen im Gegensatz hier zu dieser Female Vampiric Knight
UNP-Armor, also zu dieser Vampirrüstung. Und die ist natürlich schon eine ganze Ecke stranger. Das ist natürlich nach wie vor eine Geschmackssache. Ich fand, das war es auf jeden Fall wert, das zu zeigen. Hier nochmal ein bisschen so die Axt in der Nahaufnahme. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam mal zum Ende. Ja, welche Variante der beiden ihr jetzt besser findet, das bleibt natürlich euch selber überlassen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ein ganz klein wenig unterhalten und ein ganz klein bisschen gefallen. Also mir gefällt es immer gut, so mit diesem ganzen Zeug so rumzuspielen. Ich finde, das hat irgendwie was. Ich sage auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Gaming-Freunde. Bis zum nächsten Mal und haut rein!